einzelne Industriesysteme. Wir sind ein in Linz beheimatetes Unternehmen. Wir sind sehr breit aufgestellt. Heinzel hat in Summe 900 Leute. Wir machen einen Teil Hydraulik, einen Teil Elektrotechnik und wir, unsere Gruppe, wir sind eine Gruppe mit 120 Leuten, produzieren, also entwickeln und produzieren Hardware und Software für industrielle Anwendungen. Sprich, was stellt man sich da vor? Das sind Maschinensteuerungen, die im Bereich Transportsysteme, im Bereich erneuerbare Energien, der derzeit sehr gut boomt, eingesetzt werden. Anforderungen sind hier natürlich die Langlebigkeit dieser Produkte. Also wir liefern hier Baugruppen, die müssen mindestens, sage ich mal, 15 Jahre mal mit Sicherheit halten. Uns gibt es jetzt seit 30 Jahren. Wir liefern auch noch Ersatzteile oder Ersatzbaugruppen, die wir vor 27 Jahren beispielsweise jetzt einmal geliefert haben. Offenbar ist dann der Trend, dass alles immer kleiner wird und feiner bei Ihnen, weniger ein Thema als die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit? Na, es ist eigentlich beides. Also nachdem wir ja auch moderne Touch-Baugruppen produzieren mit auch Linux-Prozessorkernen, ist hier die Kleinheit und Feinheit natürlich auch ein Thema. Aber es ist auch natürlich die Robustheit ein Thema und das unterscheiden wir auch sehr stark bei unseren Baugruppen. Das heißt, wir haben eine EU-Baugruppe, da ist eher die Robustheit im Vordergrund, aber bei unseren Prozessorkernen und Prozessormodulen, da sind wir dann eher Richtung klein und fein unterwegs. Genau. Und die Kunden kommen dann zu Ihnen und haben eine bestimmte Anforderung, die sie umsetzen, oder wie stellt man sich das bei Ihnen vor? Genau, also zu uns kommt da der Standard-Maschinenbauer, der sagt, okay, ich möchte eine Maschine bauen, ich habe diese Aktorik drinnen, ich habe diese Sensorik drinnen und dann entwickeln wir hier die entsprechend passende Hardware, das Hardware-Board für ihn und wir entwickeln auch die entsprechend passende Software dazu. Und dann im Anschluss produzieren wir das Ganze in Serie, genau. Klasse, Herr Aber, vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg bei Ihren Projekten. Danke ebenfalls. Okay.